Bujo, du hast den Eindruck gemacht, als wenn du Donnerstag nicht mit mir sprechen wolltest, aus Aberglaube, weil das beim letzten Mal nicht gut funktioniert hat. Können wir froh sein, ne? Naja, wer weiß, wie es gelaufen wäre, wenn ich nicht mit dir gesprochen hätte. Höchstwahrscheinlich hätten wir dann die ersten Dinger gemacht und es wäre vielleicht ein bisschen ruhiger geworden. Nein, aber heute war fantastisch. Heute, das war überragend. Die Atmosphäre, die Menschen zu erleben, auch schon vor dem Anpfiff. Das war Schalke. Das war Schalke. Und ich glaube, es gehörte auch dazu, dass wir 2-0 hinten lagen. Ja? Und aber auch nicht den Glauben verloren haben. Dass wir immer noch gedacht haben, ja, wir packen das. Wir brauchen ein Ding und dann brennt die Hütte. Und genauso ist es gekommen. Es ist Wahnsinn. Es ist echt Wahnsinn, was wir in diesen ganzen Wochen erlebt haben. Miteinander und wie gesagt, es wird uns immer verbinden. Es wird uns immer verbinden, wenn ich an Menschen denke wie Asa und Ruven, wenn ich an Matze denke, fantastisch. Es war so gut, mit Matze auf dem Niveau zusammenzuarbeiten. Peter, der dazu kam, weil wir wussten, Peter ist ja druckresistent, weil der hat schon alles erlebt im Fußball. Simon, ja, der das fantastisch gemacht hat. Ob wir Lars, Justus, Jonas, ob wir Blume nehmen, ob wir Enrico nehmen, ob wir, keine Ahnung, Patrick und Toni nehmen als Ärzte, ob wir die Physios, Doppel-Tim und Tommy nehmen, ob wir wen auch immer nehmen. Es war echt überragend und ich habe das eben in der PK gesagt. Ich möchte eigentlich diesen Aufstieg Menschen widmen, die diesen Club so sehr leben. Also ich weiß nicht so, ich habe sofort an Achim gedacht, an Achim Rettler gedacht, der wirklich auch Schalke lebt, der so gelitten hat nach dem Abstieg. Und es ist schön, dass wir das heute so erleben durften und ich werde es nicht mehr vergessen, glaube ich. Ja, für ihn, für die Mitarbeiter, für alle Schalke-Fans, einfach wunderbar. Ich weiß noch, ich weiß nicht, nach ich weiß noch, ich wurde irgendwie zu einem Call zugeschaltet, weil ich ja wegen Corona im Keller saß. Oder das weiß ich, wie unser Format heißt. Aber was an die Mitarbeiter ging und ich habe den Mitarbeitern gesagt, ich weiß nicht, was am Ende des Tages rauskommt, aber wir werden alles raushauen. Und es ist echt so wunderbar. Es ist eigentlich noch gar nicht realisierbar. Also, wo waren wir vor einem Jahr? Vor einem Jahr mussten wir schnell laufen, wenn wir über den Arena-Ring wollten. Und jetzt sind wir zurück. Jetzt sind wir zurück mit einem Spirit, der einfach nur fantastisch ist, der uns wirklich auch viel Kraft geben sollte, der uns auch bestätigen sollte in der Arbeit der letzten Monate und auch des letzten Jahres. Und das muss Schalke 04 sein. Ja. In der Halbzeit muss es sehr ruhig gewesen sein, sachlich. Warum? Macht man das einfach so oder weil man den Glauben hatte? Weil man wusste, man spielt eigentlich eine gute Halbzeit und es ist eigentlich blöd gelaufen für uns. Ja, genau. Also es hätte ja nichts gebracht, wenn du da drauf kesselst auf die Jungs, weil schau dir die Großchancen an, die wir hatten. Mehr als eine Handvoll. Und wir kassieren mit Torschuss 1 das 0-1 und mit Torschuss 2 das 0-2. Und das war für mich war das die beste Halbzeit, die wir gespielt haben, über die ganze Saison hinaus. Und wir wussten, wir brauchen diesen Moment. Ne? Wir brauchen dieses Momentum, einen Anschlusstreffer. Weil dann hast du die Arena wieder, ne, die ja heute fantastisch war. Unser Empfang, als wir hier hinkamen mit dem Bus, überragend. Und deshalb, also ich kann sagen, ich hab dran geglaubt. Jeder andere aus dem Trainerbüro auch und die Jungs auch. Aber ich habe ihnen gesagt, wir wollen uns unseren Traum erfüllen, weil dafür haben wir viel investiert. Aber wir dürfen nicht erwarten, dass es mit einem Schnipp uns so zufliegt.
das haben sie auch in der ersten Halbzeit nicht gemacht. Sie haben auch in der ersten Halbzeit viel investiert. Aber das sind so Abende, so besondere Abende, die du halt nicht mehr vergessen wirst. Das macht diese Abende ja besonders. Du weißt, ich als Real Madrid-Fan, wie viele besondere Abende habe ich bei Real erlebt. Und das war ein Stück weit so. Noch vor zwei, drei Tagen. Auch vor zwei, drei Tagen. Das habe ich gar nicht mitbekommen, weil ich da mit dem Hund unterwegs war, weil ich nach dem 0-1 und der Doppelchance von Grealish in der 88. war ich so verzweifelt, dass ich gesagt habe, jetzt mache ich aus. Aber das ist doch das, was Fußball so geil macht. Weißt du, das ist doch das, weshalb wir dieses Spiel so lieben. Ne? Diese Momente. Und dann nagelt der Rodri den auch noch zum 3-2 unter die Latte und du schaust auf die Uhr, dann ist Thomas eigentlich schon durch. Und dann kriegt Flo noch einen, ja, wo du hoffst, boah, Flo, Junge, 10 Minuten, irgendwie, scheißegal wie, aber bitte, tu mir einen Gefallen, bleib dran. Ich bin dran. Mein Gott, ich will keiner sehen. Nee, ich will keiner sehen. Hallo, hast du schon Bier getrunken? Nee, hast du schon? Ja, okay, meins auch. Also. Du trinkst Bier. Ich hab nie Bier getrunken. Ja, stimmt. Hast du das verdient, aber. Dann beende den Satz und dann nehmen wir den fliegenden Wechsel. Nein, nimm den Kerl. Aber eins sage ich noch, ne, für alle Schalker. In diesem Verein, ne, gibt es keinen, mit dem ich mehr gestritten habe als mit diesem Typen. Ja? Ich weiß nicht, wie oft ich mich mit dem gefetzt habe. Fast jeden Tag. Und womit? Mit Recht. Aber er weiß auch, ich würde für ihn durchs Feuer gehen. Und er weiß auch, ich werde es nicht durch Feuer gewinnen. Nein, also der Typ ist einfach geil. Wo gehst du hin? Ja, ich geh jetzt, mach dein Ding. Der Typ ist einfach geil. Ich glaube, das, was er geleistet hat, mit seiner Art und Weise, wie er war. Ich glaube, heute stehen wir hier vor einem Jahr in Bielefeld, sind wir abgestiegen und keiner hat gedacht, dass wir heute aufsteigen würden. Und das ist einfach geil. Und mit seiner Art und Weise, wie er war, haben wir es geschafft. Boah, das zu packen und so ein Spiel, nur zwei Rückstand und noch zu gewinnen, Schalke 04, das ist einfach geil. Du hast das gerade erwähnt, hast du im Laufe der letzten 1, 2, 3 Wochen darüber nachgedacht, so dass sich der Kreis so ein bisschen schließen würde, Bielefeld und jetzt hier vielleicht zu Hause oder gegen Nürnberg am letzten Spiel? Ja klar, man macht sich sehr, sehr, man träumt, man macht sich sehr, sehr viel Gedanken, man erhofft sich auch, dass das irgendwie schnell geht. Dass man aber zu Hause aufsteigt, habe ich nie gedacht, weil ich wusste, weil das so eng war, dass, muss sagen, die Liga ist verrückt. Ich bin davon ausgegangen, dass wir irgendwie in Bielefeld, Nürnberg irgendwie was machen müssen, dass wir da aufsteigen. Und ich saß auf der Bank, 0-2, habe gesagt, was passiert jetzt? Also allein diese Vorstellung, nach Nürnberg zu fahren und da unbedingt zu gewinnen oder vielleicht unentschieden zu spielen, das könnte ich nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Also Sandhausen hat mich gekillt, heute noch und... Es macht das irgendwas mit. Es macht das irgendwas mit dir und deswegen war es einfach sehr schön zu wissen, dass wir heute geschafft haben. Aber ich kann es immer noch nicht glauben, weil 0-2 und das Spiel nur 3-2 zu gewinnen und was hier abgeht, Schalke 04. Man hat im Vorfeld auch oft davon gesprochen, ja, wir haben keinen Druck, wir haben Plan und so weiter und so fort. Aber ganz ehrlich, nach dem Abpfiff, da haben teilweise Leute Rotz und Wasser geheult, nicht vor Freude, sondern weil einfach die Last abgefallen ist. Klar, also klar haben wir Druck gehabt. Also ich glaube, wenn du oben stehst und du weißt, du hast eine riesige Chance aufzusteigen, hast du Druck. Und das hat man gemerkt, hat man auch bei vielen gemerkt, auch bei mir selber auch, weil es gibt nichts Schlimmeres, nicht spielen zu dürfen. Du bist ja jetzt nicht mehr Spieler und abzuwarten und du kannst gar nicht eingreifen. Kannst keinen umhauen. Das ist das Schlimmste. Deswegen musst du versuchen, mit deiner Art und Weise vielleicht an eine vierte Schiedsrichter ranzugehen. Es ist wirklich, das wünsche ich kein Mensch, das ist brutal. Und ich ziehe den Hut von Menschen, die seit Jahren diesen Job machen, diesen Druck, es ist brutal. Und deswegen ist es einfach schön, dass wir es geschafft haben. Aber ich sage nochmal, die Jungs, die letzten Wochen oder Monaten jetzt geschafft haben, war brutal. Ich glaube, keiner hat daran geglaubt, weil wir nicht so gut reingeschattet sind. Und dass wir heute hier stehen und sagen, wir sind als Erste aufgestiegen, hätte mir das jemand gesagt, aber du bist krank. Ja, ja, zumal auch 3-4 Mal in der Saison ja auch gesagt wurde, ach, Schalke steigt ja eh nicht auf. Regensburg verloren. Ne? Dann die Phase, als wir gegen die ersten 3-4 Top-Mannschaften verloren haben, nur einen Punkt geholt haben. Ja, also da stimme ich dir zu. Also hätte ich noch in der Winterpause, dass wir aufsteigen, hätte jemand gesagt, du bist krank. Ich habe auch Leute, ich weiß nicht, wie viel Hook wir durchbekommen haben, aber ihr schafft das nicht. Und das war hart, aber trotzdem daran zu glauben, wir können es schaffen.
Und eine gewisse Entscheidung, die wir getroffen haben, war es richtig. Und wenn du heute hier stehst und du aufgestiegen bist, dann kann man sagen, es war überragend. Ich bin einfach stolz auf diese Mannschaft, weil diese Mannschaft einfach geil war. Die haben einfach allein heute, wenn ich einfach Spieler sehe, Simon ist einfach, kein Spaß, er schießt Tore, aber er ist für diese Mannschaft überragend. Seine Art und Weise, wie er ist, wie er zu den Jungs redet, das ist ja so ein Typ, den man braucht. Es ist ja, ich weiß nicht, die Tore, aber die Art, wie die sich reinbringen in der Mannschaft, und das zeichnet uns aus. Und das hat uns gemacht, dass wir es geschafft haben, aufzusteigen. Und dann hast du einen Trainer, also einen Staff, den du mitnehmen musst. Und ich muss sagen, der Druck war auf Partei da. Und dann hast du noch Rufen, der einfach einen überragenden Job gemacht hat. Ich ziehe den Hut, aber ich will da irgendwann mal dahin, wo er ist. Es ist einfach überragend, wie der Typ das gemacht hat. Und ich muss sagen, ich bin stolz, dass wir so eng zusammenarbeiten. Aber wie der Typ sich einbringt in den Verein, das, was er investiert hat, und heute hier zu stehen und aufgestanden zu sein, sage ich, es ist einfach Respekt vor Ruven, der einfach einen überragenden Job gemacht hat. Noch ein letztes Wort. Was ist da gerade draußen abgelaufen auf dem Platz? Also mit den Fans, die Feierei? Ich weiß gar nicht, ich bin einfach irgendwann abgehauen, weil die Fans... Guck mal, ich kenne, wer ist das? Mein Bruder. Nee, es ist einfach, diese Fans... Massi. Nee, diese Fans sind einfach einmalig. Was die heute abgeliefert haben, diese Stimmung. Und trotz 0-2 hat keiner gepfiffen. Das zeichnet diese Verein aus, diese Fans, weil sie es gemerkt haben, wir brauchen die. Und dass wir das Spiel gewonnen haben, war die Fans, dank den Fans, weil die uns da vorne gepusht haben nach dem 3-2, was hier bei uns los war. Dann sage ich, ich hätte am Ende noch gern gespielt, aber es ist sehr schön und ich hoffe, die Jungs haben es richtig genossen können oder genießen können.